So, denn möge es beginnen, widmen wir uns dem Wettstreit der Elemente. Wir haben nur gelbe Helden zur Auswahl und wie ihr seht, das ist nicht viel. Was ich mir auf jeden Fall aufheben muss für die letzte Runde, ist ja fast das erste Team mit Kara zusammen. Dass wir den Crit von Divana und Ureus haben und ein bisschen. Boah, das wird echt hart. Und nur zwei. Wow. Also, probieren wir es mal mit WWK. Ne, wir nehmen Vierer noch mit rein, ungelevelt. Das ist so hart. Also, was wir nicht brauchen, ist Gegengift. Wir brauchen Waffen für den Fall, dass es hier nicht läuft. Es erinnert mich gerade an Matrix. Wir brauchen Waffen. Okay. Dann nehmen wir Äxte mit rein. Zeitfallen nehmen wir nicht. Wir nehmen Mana-Wirbel mit rein. 3000 ist gewollt. Wir bieten nicht mal die Hälfte. Doch, wir bieten mehr. Ah, fehlen 800. Ich probiere es. Wir müssen hier irgendwie Helden schonen. Ja, ach komm hier. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Licht kriegen. Wow. Welle 1 von 5, wow. Okay, Fakt ist, man kriegt mehr Items. Das ist gut. Damit können wir einmal heilen, Leben auffüllen. Das ist. Ich weiß nicht, wo ich da die gelben Helden hernehmen soll. Also ich habe einfach nicht so viele. Sehr wahrscheinlich macht es Sinn, ihn jetzt immer wieder mit der Magie zu beleben, genau, dass sein Mana ausgelöst wird. Ist jetzt die Frage, kill ich ihn? Ich würde sagen, ich kille ihn. Aber wie? Ich will mir die gelben Steine aufheben. Ich nehme eine Axt. Einmal der Diamant. So, dieses Aktivieren macht, dass wir zusätzlich gelbe Steine bekommen. Das wollen wir aktuell nicht. Das heben wir uns auf für die letzte Runde. Nämlich dann, wenn es richtig eng wird hier. Ich fürchte nämlich, ungelevelte Helden kann man nicht immer nehmen. Was kommt da an Schaden rum? Okay, das ist echt wenig. Hätte ich mir mehr gedacht. Das reicht, damit kriegen wir Poppy weg, bevor Poppy feuert. Okay, doch nicht. Oh, 45 noch, gut. Ist egal. Wir haben Überheilung laufen, die ich gerade hätte aktivieren sollen. Erst heilen wir. Da lachen wir drüber. Hier holen wir uns nochmal gelbe Steine.
Das ist schön, dass er uns da ein bisschen nervt. Mich tangiert das peripher. Ich spiele mir hier viel Farbe zusammen. Und dann geht's in die nächste Runde. Damit lösen wir Gelb aus. Und wir wollen den Kombo-Bonus haben. Jetzt spielen wir die ganze Zeit Farbe rein. Alles, was Fehlfarbe ist, jage ich gleich rein, dass ich möglichst viel an... Shit! Okay. Auslösen. Wow, gleich die 9. Ernsthaft? Oh, das wird gut. Die sind nicht so gut gegen Gelb. Eigentlich haben die gar nichts gegen Gelb, außer ihre normalen Farben. Wir hauen erst einmal alles an Fehlfarbe raus. Laden uns. Und da kommt so gut wie kein Schaden rum. Wow. Na gut, ist ja auch logisch, ne? Ich habe nichts. Dann aktivieren wir jetzt einmal... Oh wow. Wir machen es einfach mit den Items. Kranker Scheiß. Wir müssen es nochmal machen. Wir müssen das durchziehen. Geht nicht anders. Wir müssen es genau so nochmal machen. Also, dieses Setting hier, ne? So dieses Piratenschiffe im Weltraum. Finde ich persönlich ja überhaupt nicht cool. Deswegen sage ich, löst du nicht aus. Wir nehmen einmal Mana-Wirbel und ich hätte gehofft, dass ein bisschen was zusammenkommt. Dann nehmen wir nochmal einen, einfach nur um das Mana voll zu machen. Heilen erst, verdoppeln unseres, jagen hier einmal Blau rein. Ach so, jedes Match wird in Gelbe verwandelt, okay. Ja, das macht's natürlich einfach. Dann brauche ich gar nicht die super gelben Dinger immer. Nur die gelben füllen die Bar. Okay, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es gecheckt. Dann verdoppeln wir einmal unsere Lebenspunkte. Hauen da einmal die Fähigkeit raus. Das ist krass, wie wenig wie Schaden wir machen. Aber okay, wir haben eine Strategie und es funktioniert. Wie viele Lebenspunkte haben die? 630. Na gut, das dauert halt. Ist okay. Damit können wir leben. Wir spielen auf Zeit und gewinnen. Das ist okay, egal wo du drauf gehst. Wir haben genügend Lebenspunkte. Das nehmen wir jetzt einmal runter. Sagen nein, nein, das lassen wir mal sein. Na shit. Hier brauchen wir einmal gelbe Steine, weil die besonders sexy sind. Da hauen wir nochmal drauf. Und das sind die Steine, die ich jetzt eigentlich brauche. Wieso hat das gerade nicht ausgereicht? Hallo? Wieso habe ich gerade so wenig Mana davon bekommen? Ach so, weil die alle 10, aber ich weniger bekomme. Ist okay. Mann, 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 Mann. Ganz ehrlich, das hier ist nicht ansatzweise Content für Anfänger. Und ich kann das verstehen, dass das einige Leute zutiefst ankotzt. Ich habe nicht mal Ahnung, ob ich da durchkomme. Da bin ich offen und ehrlich.
Aktuell sieht das brandgefährlich aus. Die Strategie mit Waffen mag noch funktionieren. Wir machen immerhin, die Feuerbälle machen, glaube ich, 400. Heißt, wir können da einiges an Schaden machen. Aber nervig finde ich, ist das trotzdem. Heilen. Gelb nach oben ziehen. Gelb, Lebenspunkte. Den blauen Diamanten mache ich nicht. Wir wollen Poppy weghaben. Hier zünden wir einmal komplett durch und versuchen noch einen Diamanten zu bauen für die letzte Runde. Also grün und rot lassen wir da. Ich ghost gelb. Mal gucken, was wir hier noch kriegen. Okay, wir haben mehr Gelb auf dem Board. Endgegner. So, du hast. Bevor wir hier irgendwas machen, gucken wir. Du machst nochmal 300 und wir haben 10, das heißt 3000 sind schon mal weg. Ups, da habe ich mich verklickt, sollte eigentlich nicht sein. Ja, ist okay. Also, Waffen für die ersten Runden. Ungelevelte Helden, die das Leben so ein bisschen übersteigen. Absolut machbar. Habe ich schwerer gedacht. Und die Belohnung 5000, naja, ob es das wert ist an Erfahrung. Oi. Arbeiten wir uns von unten nach oben. Kara. Leben. Leben. Da geht Agnes hin. Lebenspunkte. Komm. Komm. Quasi läuft. Wir brauchen die Lebenspunkte von Quasi. Okay, wenn es nicht gelb ist, kommt so gut wie nichts an Mana bei rum. Kranker Scheiß, okay. Wir brauchen hier fürs. Oh nein, weil sie das Mana bekommen hat. Ja, super, Sigi, das war ja mal schlau. Oh. Ich befürchte das Schlimmste. Wir brauchen gleich mal. Quasi muss noch mal hoch. Spot läuft. Wir müssen, bevor wir in die Endrunden gehen. 300 haut das raus. Der sollte vorher kaputt gehen. Das sollte doch reichen. Boah, Agnes war eingeplant. Gebe ich offen und ehrlich zu. Wir brauchen hier noch ein bisschen Bienen. Wir brauchen mehr Bienen. Jede Biene gibt uns, wow, 137 Lebenspunkte.
Vielleicht war das ein wenig optimistisch. Was mich dazu veranlasst, einfach mal nicht erreichbar zu sein. So, wir wollen gelbe Steine. Du feuerst nicht mehr. Lebenspunkte, Bienen. Das war schon mal gut, du hast verfehlt. Wenn wir ihn weg haben, also wenn wir sie weg haben. Shit, ich wollte einen stehen lassen, dass wir das Mana sammeln. Also das kann man, glaube ich, machen, wenn man alles gesammelt hat und dann mit dem Mana hochgeht, kann man in die nächste Runde rein. Wer hier natürlich super Truppen hat, ne? Der kann natürlich hier richtig aufwarten. Ich hab die noch nicht. Oh, das ist. Also ganz ehrlich, meine Motivation, das hier zu spielen, ist so niedrig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Eigentlich kann ich jetzt hier auch auf Autoplay gehen. Im Endeffekt geht es nur darum, so viel Mana wie geht zu sammeln und am besten so viele Diamanten wie möglich zu bauen oder so viele Bewegungen wie nur irgendwie möglich zu machen, dass wir hier die Bienen vollkriegen. Und Fakt ist, nochmal kann ich das hier auf jeden Fall nicht spielen. Das ist hier wirklich nur. Die Bienen erledigen den Schaden und dann, dass man mit vollen Bienen reingeht. Eine Runde muss ich noch, damit ich mit Waffen agieren kann. So, einmal raus. Das sollte doch hier. Wie lange hält es noch, der Spot? Zwei Züge, das heißt, das machen wir noch nicht. Wir holen uns hier nochmal Mana. Hauen die Bienen nochmal drauf. Vielleicht reicht das, dass der hier nicht mehr zum Feuern kommt, bei dem, was wir da alles reinjagen. Sehr schön. Okay. Bot explodiert. Lebenspunkte hoch, Spot an. Neue Bienen, die aktuell nur Kara als Spotter was bringen. Also es geht, aber es ist verdammt zeitintensiv, kann ich schon mal sagen. Okay.
Oi, 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 oi. Ich brauche einen Heiler. Das Problem ist, welche Heiler habe ich noch? Candy habe ich. Das heißt, ich habe für weitere habe ich Rickett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Heiler habe ich. Damit komme ich hin. Das machen wir so, wie es jetzt ist. Eigentlich können wir. Ne, Kelidane hat mit dem Bonus-Heil auf Kara, das hat schon seine Richtigkeit gehabt. Okay. Okay, sehr gut, der kam nicht zum Feuern. Spot an. Lebenspunkte hoch. Ghosten. Oh, alter Schwede. Das sind hier jetzt aber schon ein paar. Kracher drin, möchte ich meinen. Die Outfits dürfen wir nicht kassieren. Wir müssen erstmal mit Candy hochheilen. Dann gehen wir rein, soll sie auslösen. Das ist die beste Verteidigung, die wir haben. Besser wäre natürlich gewesen, wenn Kalidana, wie heißt sie? Kelidana noch ausgelöst hätte. Das ist hier ein Tanz auf dem Vulkan. Wenn du hier verkackst, ne, dann wird es halt echt eng. Also bei mir wird es auf jeden Fall eng danach noch mit durchspielen. Wir aktivieren einmal das Elementarchaos. Super schön, da kam so gut wie nichts bei rum. Das ist Verschwendung von Mana, aber ich kann es mir nicht leisten, es nicht so zu machen. Gerade wenn da mehrere reingehen. Lebenspunkte hoch. Komm schon, Kelidana muss noch ein paar Mal auslösen hier. Das ist gut gewesen. Damit Kelidana zum ersten, zum zweiten. Gelb links reinspielen in den untoten Piraten. Gefühlt brauche ich hier für die Runde 10 bis 15 Minuten. Das ist echt zeitintensiv. Wird jetzt schon ein bisschen deutlicher. Wir lassen die gute Fee so ein bisschen unangetastet. Jetzt haben wir keine andere Wahl mehr, jetzt müssen wir reinspielen. Wir brauchen Mana. Okay.
wir aktivieren, in der Hoffnung, dass es nicht ausreicht für eine Massen. Kara an. Okay. Wir hatten alles laufen, bevor sie zünden konnte. Damit fängt sich Kara das Problem. Ist nicht schlimm, können wir überleben. Der sollte hoffentlich am Gift kaputt gehen. Gut. Wir ghosten hier so viel wir können, bauen wieder die Bienenverteidigung auf. Hat nicht gereicht. Und das ist erst Stufe 2. Kalidana hat sehr, sehr viele Lebenspunkte, sehr, sehr viel Mana auf dem Dings, das darf nicht auslösen. Wie lange hält denn das noch an? Okay, weg, weg, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Machen wir so voll. Das sollte reichen, dass wir das aufhalten. Ich hätte vorher falsche Reihenfolge erst. Die Überheilung kommt nach der vollen Heilung. Das war dumm von mir. Du hast noch wie viel? 100. Du solltest durch die Steine kaputt gehen. Also man kann das so spielen, wie ich es habe, oder man hat halt die ganze Zeit Helden, ne? Sehr wahrscheinlich werde ich am Ende auch total viel über haben, aber echt lieber mit Vorsicht spielen als ja, am Ende keine Helden mehr haben. Also frühzeitig mit kleinen Helden anfangen und am besten wirklich so arbeiten, wie ich das gerade vormache. Das dauert zwar wirklich lange, gefühlt ist das jetzt hier eine halbe Stunde. Ich bin mal gespannt, wie lang das Video am Ende wird. Danke für den Kommentar. Ich werde ihn mir gleich durchlesen, so wie ich hier mit dem Video fertig bin. Also Fakt ist, das ist zeitlich echt intensiv. Ein Zug schaffen wir. Ja, fängt sie. Okay, das ist gut. Gucken wir mal, reicht das für dich? Ja, sehr schön. Den Schaden nehmen wir nicht noch zusätzlich. Das könnte reichen. Okay, reicht nicht. Also in Lila freue ich mich drauf. Ich habe 2 gelevelte Proteus plus ein Merlin. In Lila wird das hier so gar nicht das Problem werden. Bei mir jedenfalls. Und das Traurige ist, sehr wahrscheinlich wird sich dieses Video, weil es so lang dauert, auch überhaupt kaum einer bis zum Ende angucken. Das heißt, es ist vollkommen egal, was ich hier mache. Das kann man am Ende dann auch einfach, hätte man im Schnelldurchlauf machen können. Und ich hätte es im Nachhinein vertonen können, fällt mir jetzt auf. Ist aber dafür leider zu spät. Ja, da kommt so gut wie kein Schaden rum, das ist schon okay. Die letzte Runde geht dann am einfachsten.
Dann machen wir das jetzt so, dass wir einfach mal Waffen sparen. Und das reicht jetzt mit Sparen. Sehr schnell ist halt echt sehr schnell und einfach zu schnell. Da möchte ich jetzt nicht riskieren, dass da irgendwie in einer kurzen Phase alles kaputt geht. Okay, wir sind bei Etappe 5. Also hier oben, die brauchen wir noch. Dann haben wir jetzt für 2 Runden Etappe 5. Da nehmen wir Rikett mit, weil die Überheilung macht. Nehmen einen Quasi mit, einen Gulimbursti, nehmen eine gebreakte Poppy und dann nehmen wir noch, weil wir noch ein bisschen Schaden brauchen, Baejun oder den Greif. Nehmen wir Baejun. Tausend runter ist schon heftig. Na super. Da hat er natürlich wieder nicht aufgepasst, der Siggi. Lebenspunkte, Lebenspunkte, Bienen, falls wir nicht verfehlen. Also wir brauchen gleich dann schon ein bisschen mehr Schaden. Wir müssen hier einfach stumpf immer das übermäßige Leben fokussieren. So viel ghosten wie möglich, dass wir hier Rikett und Gulimbursti an den Start kriegen. Ja, die kannst du ruhig anvisieren, das ist egal. Okay, räumen wir ihn weg. Leben ist auf Maximum. Setzen wir noch einen rein. Noch eine Biene, das sollte eigentlich an Schaden ausreichen. Einmal Elementar aktivieren. Sind wir schon im Ober, sind wir schon voll. Okay. Dann heben wir uns das Gelb auf, bis es per Zufall hochgeht. Zusätzliche Bienen da, Feuer. Das geht doch jetzt ein bisschen schneller, wenn die Power auch da ist. Das war ein bisschen viel. So viel sollte gar nicht sein. Alle haben Überheilungen, das ist schön. Da können wir einen Diamanten machen, den brauchen wir. Dass wir es brauchen, wir lassen es einfach laufen. Alle haben Bienen, das funktioniert, das ist langsam, aber das können wir zumindest zweimal durchlaufen lassen in der Stärke. Das geht auch deutlich schneller. Wie gesagt, vielleicht war ich zu vorsichtig. Hier passiert auf jeden Fall nichts mehr. Das ist sicher. Die letzte Runde machen wir auch wieder mit den Waffen. Gucken wir mal, wie viel die dann am Ende wirklich haben.
Mich würde es ja fast mal reizen, aber dazu sage ich, hier komm, Äxte frei. Heute ist Axttag. So bleiben wir. Odin, wow. Jetzt wollen sie es aber wissen hier. Ich brauche hier einmal auf jeden Fall so viel Gelb weg wie möglich. Ja, so wollen wir das haben. Schön verfehlt, genau das. Die Lebenspunkte kommen, die Lebenspunkte kommen. Also Rikett in dem Modus wirklich gut. Und ich habe einen fertigen Vierer ohne Wappen. Zwei Dreier mit Break. Und einen auf 3,70. Bei Odi möchte ich eigentlich kein Gelb jetzt aktivieren, für den Fall, dass es nämlich schief geht und der ordentlich draufhaut, möchte ich wenig Gelb haben. Oh, das ist doch schön. Lebenspunkte lösen wir blau aus. Gucken wir, was dann hier noch passiert. Das wird eine schnelle Runde hier. Rikett, gelb hoch. Lila Diamant. Der kann nichts, das heißt, wir haben voll. Dann killen wir damit. Wir füllen noch unser Mana auf, dann sollte er schön durch die Minions kaputt gehen. Oha, oder? Da bin ich mal gespannt, was die raushaut an Schaden. Wir brauchen die gelben Steine. Sehr wahrscheinlich, danke Archon, sehr wahrscheinlich hast du es mit Stufe 4 Helden gemacht. Dann hast du sehr wahrscheinlich auch viele Helden zur Auswahl, aber das weiß ich ja. Ich bin gespannt. Danke auf jeden Fall. Ist halt auch eine Sache der Helden, ne? Natürlich kann man das alles mit 4er-Sterne-Helden machen. Man muss sie halt bis dahin haben. Lebenspunkte sind alle auf Maximum.
Der Herr von Atlantis ist uns da fast egal. Eigentlich muss man Gelb die ganze Zeit auslösen, wenn es voll ist. Man bekommt ja immer wieder. Gelbe Steine, und wenn die halt ausgelöst werden, ist es ja zur Hälfte schon wieder voll. Das sind ja 6 Steine, die sich verwandeln, meine ich. Ja, Feuer ruhig, du machst keine 2000 Schaden. Das war jetzt Etappe 7, 8, 19. Okay, haben wir noch zwei. 2x2 Teams brauchen wir. Okay, das sieht dann doch ganz gut aus, möchte ich meinen. Wir nehmen Überheilung mit. Wir nehmen Boom mit. Wir klauen Mana einfach, weil es cool ist und weil es eben gut funktioniert hat. Nehmen wir hier jetzt mal eine volle Gretel mit. Und dann nehmen wir noch den Wächterschakal mit. Fiends haben wir nicht, dann können wir auch Golem-Wurst mitnehmen, der ist besser. 4800, 1000 runter. Hier wollen wir einmal zur Sicherheit direkt schon mal damit starten. Nö. Ach, das war der falsche. Ich wollte Gretel auslösen. Oha. Da macht Gretel aber doch schon... Was heißt Gretel? Da haut er ganz schön böse zu. Wir brauchen hier jetzt auf jeden Fall einmal ganz viel Mana, damit wir hier nämlich... sollte nicht sein. Mich reizt ja, was Archon geschrieben hat. Ich sage, ich wette, er hat mit 3 Sterne oder 4 Sterne Heldnis gemacht. Würde ihm zumindest ähnlich sehen. Das hier ist jetzt, tut schon ein bisschen weh. Wir wollen nicht, dass du feuerst. Dich nehmen wir da auch raus aus dem Spiel und dann lassen wir nur die Auto-Hits hier. Na, Mist! Soll er ruhig machen. Autsch!
Die hauen böse zu. Die müssen wir zweimal aktivieren. Und wenn ich sage zweimal, meine ich dreimal. Die Bombe macht das alleine. Hier machen wir, tauschen wir einmal in Gelb um und lösen komplett aus. Das sollte fast schon reichen, dass es wieder voll ist. Wieso hat es nicht gereicht? Unfairer Mist. Okay, dann zählen die nicht mit. Okay. Oh oh. Ja, ah, er kriegt auch gerade nur die Hälfte. Oh, oh, oh. Die Runde müssen wir noch überleben. Es reicht, wenn wir mit einem Helden in die nächste Phase kommen. Nein! Alter Schwede! Oh, um Sackhaaresbreite. Ist aber noch nicht zu Ende. Wir müssen jetzt hier einmal das Mana voll machen. Hoi, 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 hoi. Wow. Ich fürchte, ich mache hier irgendwas falsch. Und die nächste Runde wird dann richtig übel. Gucken wir mal, was haben denn die Gegner aktuell für Lebenspunkte? 3.500. 3.000 machen wir mit den Bomben. Heben wir uns die auf. Das heißt, nächste Runde könnte es schwer werden. Also für die letzte Runde haben wir hier oben die Reihe. Da können wir ruhig noch jemanden rausnehmen. Packen wir selbst eine Oda rein? Ich glaube ja. Ich hätte definitiv nicht zurückhaltend mit den gegnerischen oder mit meinen, besser gesagt, mit meinen Helden sein müssen. Da habe ich mir einen blauen Diamanten gerade kaputt gemacht. Das war dumm. Das darf nicht verfehlen, da müssen wir noch ein bisschen warten. Na, wir warten doch nicht. Wir brauchen das Mana, bevor die Gegner hier auslösen. Also wir müssen einmal Gulimbursti so weit bringen, dass der ohne Ende ausgelöst hat. Shit! Schon wieder. Und das noch früher. Das wird jetzt ein knappes Ding. Aber bevor das Mana wieder gestoppt wird, hauen wir hier erstmal ein bisschen was auf die Uhr oben drauf.
2000 Schaden. Mal gucken, wen sie jetzt als nächstes rausschneidet. Okay, das sollte er überleben. Ja, da können wir auch fliehen und machen das Ganze nochmal. Okay, die 25 Sekunden warte ich. Das ist doch krank. Das heißt, wir brauchen zwei Leute, die Überheilung machen. Also Wukong wird, glaube ich, der Schlüssel sein. Einfach ja, weil jeder Schaden dann, also bei so vielen Kombinationen, die laufen, wird Wukong für die letzte Stufe cool sein. Das heißt, für die letzte Stufe habe ich Wukong, Yondre, Kara, Sif, Devana und Ureus. Das heißt, ich könnte jetzt Yondre, Nebel und Li Shu noch mitnehmen. Wir müssen da wirklich aufpassen. Bitte hau jetzt nicht direkt drauf. 200, super. Und du hast natürlich nichts, was irgendwie Mana wiederherstellt, reinigt. Also um ehrlich zu sein, dass die jetzt das Leben teilen, das ist so ein bisschen egal. Wir brauchen so oder so. Trifft den Gargoyle. Ah! Die Gargoyles sind natürlich super hier, ne? In dem Ding. Überall, wo die Schwoß viel Schaden gibt. Also ich muss einen noch rausnehmen und die Auto-Hits, die sollten es nicht sein. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall auf der Ebene... so weit bringen, dass die Chinesin unser Leben mal so richtig schön auf Vordermann bringt. Und zusätzlich setzen wir hier noch die Minions hoch. Ich habe da echt Befürchtung, dass das die falsche Wahl war und dass ich vielleicht für die letzte Runde es versiebe. Aber dann ist es halt so. Ich habe mir vorher nichts angeguckt, ich wollte es selbst machen. Kann sein, dass es voll daneben gegangen ist. Dann ist das so.
Minions, Steinchen, sehr schön. Und jetzt sind die Lebenspunkte voll. Okay, jetzt gehen wir in die nächste Runde. Schön ist natürlich, ich überlebe jetzt einen Hit von ihr. Ich würde natürlich viel mehr gerne überleben. Ah, sie hätte natürlich, alter Schwede, 1999. Sie hätte ja auch den Gargoyle treffen können. Ne? Also irgendwie fände ich sexy, wenn ihr mal den Gargoyle trefft, der da so schön... Ihr kleinen, miesen... Jetzt muss ich schon wieder das Leben hochpushen. Sehr gut gemacht, Gargoyle getroffen, so muss das sein. Nein, das Leben ist nicht oben, sie trifft die Chinesin. Okay, Nebel, Nebel ist cool, damit sind wir sowas von cool. Ich habe ziemlich viel Gelb auf dem Board. Das heißt, wir aktivieren einmal. Okay, das sollte alles füllen. Chinesin. Nochmal. Also Bellreef ist hier, glaube ich, der... Wenn man den ein paar Mal hat, wird das der... Must-have-Held sein für dieses Ding. Und das war erst Stufe 2 und ich habe gefühlt gerade... Sehr wahrscheinlich habe ich am Ende, dass ich zu wenig Speicherplatz habe. Wow. Wir haben ziemlich viele Lebenspunkte, das sollte sehr gut. So, dann nehmen wir rechts raus, dass wir ghosten können und unsere Lebenspunkte bis zum Maximum hochpushen. Dann überleben wir das auch hier. Ab in die nächste Ebene. Steine raus. Wir beißen uns an einem fest. Ghosten, was das Zeug hält auf der Seite. Hoffen, dass er was trifft, was ausweichen kann. Oder genügend Lebenspunkte hat. Oder Steinhaut hat. Okay. Also wenn sie verfehlt, ist das egal. Sehr schön, sie hat nicht verfehlt. Also egal ist es natürlich nicht. Okay, wir müssen jetzt nur in die nächste Stufe kommen. Sehr wahrscheinlich kriegen wir die letzte Stufe einfach mit Items hin und man muss nur bis dahin kommen.
4000 Lebenspunkte. Ich nehme an, wenn das so weitergeht, immer 500 mehr. Heißt das, werden die gleich in der letzten Stufe 6000 haben. 10 sind 200. Da muss man dann auch ein bisschen noch spielen. Oh. Wenn wir das verkacken, ist das böse. Solange wir Yang Yuanji noch haben, nehmen wir sie als Heiler mit. Wukong hat wenig Lebenspunkte, ist bei mir nicht hochgezogen. Den brauchen wir aber für die Steine, das heißt Kara muss stehen. Immer 1000 weniger, wow. Okay, dann fangen wir mal an. Wir versuchen die Mitte eigentlich zu vermeiden. Das funktioniert schon mal richtig mies. Ich will Kara aktivieren. Dann gucken wir mal, was Wukong hier macht. Und das sieht doch dann schon, wenn Wukong mal nicht verfehlt. Okay. Runde 2 und ich habe kaum noch Mana-Wirbel über. Lebenspunkte. Autsch. Ghosten wir mal. So viel Steine wie möglich. Einmal direkt wieder frei, voll aufgeladen, sehr schön. Das war sehr wenig Bordbewegung.
Das war sehr schlau, Sigmund. Das war richtig, richtig schlau. Schön gelb hochspielen, wenn Odin draußen ist und du keinen Spotter mehr hast. Das war so schlau, war das. Das war so dumm. Das war so dumm. Also Wukong kann der Schlüssel sein. Da wäre es besser gewesen, ich hätte eine Axt draufgesetzt. Obwohl der Schaden ist gar nicht so hoch bei ihm. Ist halt kein Sniper, ne? Also ich glaube, es wäre schlimmer, wenn es gerade ein Sniper gewesen wäre. Also wie... Oder das war ja wohl bitter, bitter bös. Okay. Wir können auch gleich in den Drachensturm überwechseln. Der macht nämlich noch mal ein bisschen mehr Schaden. Weg mit euch. Okay. Wir haben jetzt keine Überheilung mehr. Bevor die Sniper auslösen, muss das stehen. Minus 20 Angriff. Jetzt müssen wir gucken, was kommt da rum. Okay, wir müssen bei jedem Sniper, bei jedem verdammten Sniper muss vorher, bevor er hochgeht. Nein! Okay, er hat noch die Schadensreduzierung. Alles cool, aber das war's. Wir müssen jetzt hochheilen. Kara muss hochgeheilt werden. Nein, hör auf, hör auf, hör auf. Die André. Minion hoch, Kara hoch. Ich hab vergessen. Axt, 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 Feuer, 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 Feuer. Oh. Raus damit. Alles, was keine Miete zahlt. Feuer drauf, das drauf, gelb auslösen und dann feuer doch mal, wenn kein Gelb auf dem Board ist. Blau raus, blauen Diamanten.
Eine Runde noch. Kara, gelb an. Also, fangen wir schon mal an für ein Abschlussresümee. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich jetzt nicht mehr durchfalle. Mit Items und den richtigen Helden, Spott hilft. Wie immer helfen die Waffen, um einfach den Schaden, den man bekommt, zu reduzieren. Dann kann man die letzte auch so schaffen. Minion-Beschwörer. Die richtige Waffenwahl. Und was man auf jeden Fall für die letzte Runde braucht oder sollte, eine volle gelbe Leiste, mit der sollte man reingehen. Und vor allen Dingen mit vollen Lebenspunkten. Das heißt, klar, meine Minions machen hier jetzt ein bisschen Schaden. Das reicht hoffentlich nicht, um ihn zu töten. Wir gucken mal, was hier noch nachkommt. Das ist gut, das löst sich gleich alles mit Rot auf. Kommt hier noch ein bisschen Gelb nach. Okay. Dann spielen wir die letzte Runde. Boah, Aoda ist am Start. Ich will es einfach mal austesten. Wir machen das einmal ganz normal. Und gucken mal. Wow, ihr verwandelt gleich also alles zu Kleinholz, ja? Okay. Es ist einfach, ich finde es zu schwer und echt zu langwierig für das Ding. Sehr beeindruckend. Ja. Ja. Sehr wahrscheinlich als nächstes bei den grünen Helden, die ja auch schon auf der Beta waren. Freuen wir uns auf grün. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir uns wiedersehen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es geschafft habt und wie ihr es vor allen Dingen findet. Macht's gut. Tschüss.